Wie tief könnt ihr gehen? Fragt sie. Ich gehe so tief ich will. Der Druck des Wassers hat keinen bedrohlichen Einfluss auf mich. Ich sehe die Lockvögel der tiefsten Tiefen, wann immer ich will. Ich schwebe neben ihren leuchtenden Körpern. Sie stellen mir ähnliche Fragen wie du. Etwa, was ich von der Einnahme des Präparats Utorgyn bei ungeklärten vaginalen Blutungen halte. Und wie antwortest du darauf? Nicht allzu ausführlich natürlich. Xyla sieht für den Bruchteil einer Sekunde auf die embryotoxische teratogene Wirkung in ihrem Bauch hinunter. Sie befeuchtet ihren trockenen Gaumen. Auch der Tierversucher brachte keinen Hinweis. Wo ist sie jetzt? Noch am Kopf. Willst du sie denn nicht loswerden? Ich könnte ein Glas drüber stülpen, sie fangen und dann wie bei Nachtfaltern und Spinnen was drunter schieben. Dann töten wir sie draußen mit Pluritan. Pralis erklärt Nico jetzt, dass solch ein Vorgehen ausgeschlossen sei. Wir sind keine Kinder mehr, Nico. Nico erschaudert, denn sie sieht, wie sich die Krabbe aus dem Haardickicht hervorbewegt und ihre Beine langsam ausstreckt. Der Körper der Krabbe atmet mit ausgedehnten Beinen etwa einen Zentimeter über Xylas Kopf. Es scheint Nico, dass diese Krabbe mit ihren Kulleraugen direkt zurückschaut, sie beobachtet. Nico schreit auf. Sie bohrt dich an! Das Vieh exerziert ganz eigenartige Manöver auf deinem Kopf. Die Scheren, spürst du es nicht? Doch, ja. Ihre Bewegungen erscheinen mir funktional und einigermaßen routiniert. Wahrscheinlich ist sie also schon ausgewachsen. Miko ist jetzt einem hysterischen Anfall nahe, hält sich die Brust und beginnt nach Luft zu schnappen. Barmelein springt auf, um ihrer Freundin zu helfen. Weg! Greif mich nicht an! Schreit Miko. Ihr Brustkorb schnürt sie ein. Sie steht an die Mauer gepresst und hält sich mit ausgestreckten Armen Barmelein vom Leib. Ganz ruhig, atme regelmäßig. Das ist nur Einbildung, dass du keine Luft kriegst. Komm, setz dich. Nein! Überschlägt sich Miko, ihre Augen weit aufgerissen. Dieser staunt über diese Augen und denkt hektisch nach, was bei einem Asthmaanfall zu tun sei. Miko fällt zu Boden und windet sich. Tisa will sie umarmen, aber Miko schreit, strampelt, keucht und stößt Tisa mit Händen und Füßen von sich. Ist ja gut, ich setz mich und greif dich nicht an. Aber Miko, bitte beruhige dich, leg dich auf den Rücken. Je mehr du dich verkrampfst, desto schlimmer wird's, bitte. Barmelein, hol schnell das Pulminon! Die Hocker fallen zu Boden. Nein! Kreischt Miko und langt nach der Tür. Ich muss nach draußen! Sie tritt mit ihrem Fuß so heftig in die Tür, dass das Glas bricht. Mit einer Hechtrolle springt sie durch den Türrahmen ins Freie, ins Dunkle. Sie kühlt ihren heißgelaufenen Körper im Regen, im Wasser. Natürlich denken die anderen, dass Miko sofort wiederkommen wird. Ihr nachzufolgen, im Wasser hinterher zu warten, hat wohl keinen Sinn. Ihr wird verdammt kalt sein. Sie rufen nach der Freundin in die Nacht hinein und ihre Augen suchen die Wasseroberfläche ab. Der Holzstapel ist weg. Ganz ruhig, atme regelmäßig. Die Dauer der Behandlung beträgt etwa 3 bis 4 Wochen, manchmal länger. Es wird dir bald besser gehen. Du hast die ersten richtigen Schritte gesetzt. Jetzt kann der Heilungsprozess eingeleitet werden. Tisa beginnt die ersten auf dem Wasser treibenden Holzstücke wahrzunehmen. 1, 2, 4. Ringsum lauter driftende Hölzer, die wild auf- und abschaukeln. Tisa fühlt, dass auch sie auf- und abschaukelt. Der Karawan steht nicht länger auf der Betonfläche geparkt, sondern treibt ziellos und ankerlos auf dem Wasser. Xyla springt. Sie weiß, dass sie vorerst eine elendiglich weite Strecke an verödeten Meeresböden zu überqueren hat. Sie schwimmt so schnell sie kann
und liebt es zunehmend, sich dicht entlang der Oberfläche des Meeresgrundes zu halten. Mit instinktiver Vorsicht trägt sie ihren wachsenden Bauch über endlose, zerklüftete Oberflächen hinweg. Die Fäden der Peitschenquallen schlingen sich in alle Richtungen. Pralis warnt sie. Wenn ihr uns wehtut, bekommt ihr Migräne, Epilepsie und systemischen Lupus erythematodes. Was ist das Letzte? Eine bestimmte, sehr unangenehme Erkrankung des Immunsystems. Die Lebewesen dort unten fragen sie, was ihre Mission sei. Ich habe keine Mission, bin nicht zu Besuch hier. Ich lebe jetzt hier. Wer bist du? Woher kommst du? Ich kann mich nicht erinnern, weiß es nicht. Jedenfalls bin ich hier nicht zu Gast und erzähle euch nichts von fremden Welten. Nebenbei gesagt, ich leide an Anämie und Amnesie. Weder bringe ich Geschenke vom Land, vom Himmel, noch bin ich hier auf Urlaub oder Exkursion. Ich gebe keine Versprechen. Und auch vor euren bezahnten Freunden oder Feinden verstecke ich mich nicht, denn ich habe keine Feinde, keine Freunde und keine Angst, von jemandem hier unten vergiftet, zerrissen oder durchbohrt zu werden. Ich lebe, ohne mich zu verstecken, ohne mich in Camouflage zu hüllen, ohne in den Sand zu verschwinden, wenn es gefährlich wird. Was ist Gefahr? Hast du keinen Überlebensinstinkt? Willst du denn nicht leben? Lebst du? Das weiß ich nicht. Ich ernähre mich von Würmern und anderen wirbellosen, zentral wirksamen Schmerzmitteln. Zudem rupfe ich Seegras, um zerebrale Krampfanfälle zu vermeiden. Ich stoße meine Exkremente aus und ich schlafe. Ich suche nichts Spezielles, wenn ich durch das Dunkle segle. Jedoch zeigt sich eine erhöhte Kampfbereitschaft. Wie tief kannst du gehen? So tief ich will, der Druck des Wassers hat keinen bedrohlichen Einfluss auf mich. Gibst du mir was von deinem Branziton? Ich habe kein Branziton. Ja, aber du wirkst so gelassen, was bei dem Zustand deines Körpers eigentlich unverständlich ist. Wieso, was ist los mit meinem Körper? Dir fehlt ein Bein. Du spinnst, das bildest du dir ein. Ein Asselkrebs will Xyler etwas bezüglich des Textes in der Packungsbeilage fragen. Pralis verschlingt ihn sofort. Die Angler und Teleskopaugenfische nicken traurig. Pralis ist ihnen noch immer eine Nummer zu groß. Außerdem würden sie nach der Verdauung ihres Körpers, womöglich unter Palpitationen, Herzrhythmusstörungen, Parästhesie und Asthenie leiden.